Nächste Frage hat der Reitschuster. Keine weiteren Einschränkungen für Geimpfte, das hat Angela Merkels Sprecher Seibert am 23. August hier in der Bundespressekonferenz versprochen. Jetzt ist das Versprochen relativ. Schauen Sie sich die Frage und die Antwort an. Herr Reitschuster. Eine Frage an Herrn Seibert. Herr Seibert, Sie haben hier am 23.08. vergangene Woche gesagt, man kann den Geimpften sagen, dass auch für Sie, auch wenn die Zahlen jetzt weiter ansteigen, sich nichts ändern wird. Sie haben gesagt, Sie müssen sich nicht auf Einschränkungen einstellen, die Geimpften. Berlin hat nun eingeführt, dass auch Geimpfte für gewisse Dinge sich wieder testen lassen müssen. Wie sehen Sie diese Entwicklung? Wie passt das zusammen mit Ihrer Versicherung von vergangener Woche? Danke. Ich spreche ja hier nun mal grundsätzlich für die Bundesregierung, nicht für einzelne Entscheidungen der Länder. Diese spezielle Maßnahme von Berlin kann ich nicht kommentieren, weil ich sie jetzt nicht im Detail kenne. Der große Zusammenhang, in dem ich immer zu diesem Thema befragt wurde und auch am 22.08. war, kommt ein neuer Lockdown? Und auf diese Frage habe ich genau das geantwortet, was ich geantwortet habe. Nachfrage? Also hat sich diese Antwort, obwohl sie sehr allgemein klang, nur auf den Lockdown bezogen? Und wie steht es mit solchen Einschränkungen? Hält die Bundesregierung die für möglich, für notwendig oder kann sie es ausschließen? Danke. Ich glaube, wir sind jetzt doch alle 1,5 Jahre in der Pandemie so erfahren, dass es nicht vernünftig ist, irgendetwas auszuschließen. Ich sage das, was ich hier schon x-mal gesagt habe. Sollte, was Gott sei Dank nicht der Fall ist, eines Tages eine Variante des Virus auftauchen, gegen die die bisherigen Impfstoffe nicht wirksam sind, wird man neu denken müssen. Aber glücklicherweise haben wir die nicht und wir haben jedes Interesse, auch deswegen, um diese Variante nicht zu erleben, die Infektionszahlen möglichst bald wieder zu senken. Ja. Jetzt ist es nur noch relativ und man schließt nichts mehr aus. Wenn ich geimpft wäre, da würde ich mir jetzt schon meine Gedanken machen, ob ich nicht bis zu einem gewissen Grade das bin, was man in Russland einen betrogenen Anleger nennt. Das ist ein Begriff, der sich dort entwickelt hat, weil oft Anleger betrogen wurden. Und ja, also die Gefahr, die sehe ich auf jeden Fall. Dafür spricht der Regierungssprecher keine Einschränkungen. Dann gibt es diese in Berlin zum Beispiel und dann heißt es, naja, das war ja nicht ganz so gemeint. Sehr, sehr spannend und auch in meinen Augen sehr bedenklich und es hieß ja auch, man kann nichts ausschließen in dieser Situation. Also die Regierung behält sich einen völligen Blankoscheck vor. Die ähnliche Richtung geht auch meine zweite Frage und die Antwort darauf, schauen Sie rein. Dann, Herr Reitschuster, Sie hatten noch mal eine Frage. Berichte auch aus anderen Ländern, dass der Status des vollständig Geimpften mit den Vorteilen, dass der in Zukunft von einer Auffrischungsimpfung abhängig gemacht werden soll. Gibt es solche Pläne? Wenn nicht, halten Sie das für möglich? Danke. An wen richtet Herr Tautz. Sie wissen, dass bei uns eine abgeschlossene Impfserie als ausschlaggebend gilt. Daran hat sich bislang nichts geändert. Die Frage war aber auch, ob Sie das ausschließen. Gut, Herr Seibert sagte schon, Sie schließen gar nichts aus, aber nach heutigem Stand müssen Sie ja sagen, ist das heute denkbar oder nicht denkbar, dass so etwas kommt? Ich kann Ihnen nur den Stand jetzt referieren. Ich habe an dieser Stelle schon ganz häufig und prinzipiell gesagt, dass ich nichts aus noch einschließe, weil egal, was ich sage, dass eine Agenturmeldung hinter sich herzieht. Deswegen brauchen Sie die gar nicht jetzt zu formulieren, wenn Sie das jetzt versuchen. Ich weiß nicht, der Stand ist, dass eine abgeschlossene Impfserie einen Impfschutz verursacht und das ist für uns ausschlaggebend. Ja, Herr Kautz will mir sagen, was ich als Eilmeldung machen darf und was nicht. Offenbar ist man das gewöhnt von der Regierung, dass man den Medien hier sagen kann, ja, machen Sie das oder machen Sie das nicht. Also soweit kommt es noch. Die Regierung sagt, was man machen kann oder was man nicht machen kann. Natürlich wäre es jetzt nicht seriös, Eilmeldung zu machen. Regierung schließt das nicht aus, weil sie ja überhaupt nichts ausschließt. Also von daher ist das heute, kann man ja über alles machen, dass sie das nicht ausschließt. Aber auch hier klingt das jetzt für mich nicht so, als ob man das wirklich versichern könnte.
Ja, bei Corona war es dann wieder wie üblich. Bei vielen Kollegen hat man den Eindruck, Kritik oder kritisches Nachhaken bei der Regierung geht immer in die Richtung, warum geht es nicht noch schärfer, warum kann man nicht noch mehr machen. Heute mein Eindruck, dass die Kollegen regelrecht erpicht darauf sind, dass man auch in den Zügen die Menschen gängelt. So sage ich das jetzt etwas zugespitzt, schauen Sie kurz rein. Dann beginne ich einfach mit der Frage online gestellt von Tim Sent-Ivani vom RND. Er verweist auf das Triell gestern Abend, wo Vizekanzler Scholz gesagt hat, er und auch die Kanzlerin befürworteten die 3G-Regel in Fernzügen. Und er fragt, also stimmt es A tatsächlich, dass die Kanzlerin dafür ist, wird 3G eingeführt und was sagen Verkehrs- und Justizministerium dazu? Ja, fange ich vielleicht an, ohne jetzt auf das Triell einzugehen. Ich habe ja am Freitag hier schon erklärt, welche Überlegungen diesem Prüfauftrag zugrunde liegen. Also dem Prüfauftrag, ob auch in Deutschland in den Fernzügen die 3G-Regelungen zum Einsatz kommen sollen, also Mitfahrt nur für Geimpfte, Genesene und Getestete. Ich wiederhole es gerne nochmal, die Fallzahlen in Deutschland steigen deutlich. Das heißt, wir müssen doch darüber nachdenken, was wir tun können, um diesen Anstieg auch wieder zu dämpfen oder zu stoppen. Ein großer Teil der Menschen in Deutschland ist geimpft und damit geschützt. Aber was ist zum Beispiel mit den Kindern bis 12 Jahre, für die es ja gar keinen Impfstoff gibt? Wir haben eine Verantwortung, auch und gerade für Sie, die Fallzahlen wieder zu senken. Eine Verantwortung zur Rücksicht. Ja, und dann ging es noch weiter. Herr Eckstein. Eine Nachfrage an Herrn Seibert. Wenn ich das richtig sehe, haben sich die zuständigen Ressorts ja jetzt zumindest in Bezug auf Züge geäußert und sagen, es sei nicht praktikabel, nicht durchführbar. Wie genau soll denn jetzt weiter geprüft werden, beziehungsweise was wird denn jetzt überhaupt noch geprüft? Ja, ich kann nur auf das verweisen, was ich gerade gesagt habe. Es gibt Länder, die das praktizieren oder in den nächsten Tagen beginnen werden, 3G für die Fernzüge zu praktizieren. Auch das wird man sich anschauen. Eine Nachfrage noch. Vergangene Woche war auch noch das Thema Inlandsflüge, wurde auch von Ihnen angesprochen. Dazu habe ich jetzt heute gar nichts gehört. Laufen dazu die Prüfungen auch noch? Gibt es da gegebenenfalls ähnliche Bedenken oder ist es vorstellbar, dass man es zumindest bei Inlandsflügen bald einführt? Aber dann die Frage an die zuständigen Ressorts, wenn ich das richtig sehe, auch in Ihrer Stellungnahme, aus der ja jetzt auch zitiert wird, wird das Thema Inlandsflüge gar nicht angesprochen. Wie sieht es denn diesbezüglich aus? Und dann hat sich Herr Jessen, der ja hier mit Thilo Jung eng zusammenarbeitet, der heute nicht da war, darum kam ich öfter dran, er hat dann nochmal nachgehakt. Und in Frankreich geht es doch auch mit dieser Einschränkung der Menschen. Warum können wir nicht einschränken? Schauen Sie sich's an. Herr Jessen? Ans BMI, als wenn ich das richtig verstanden habe, federführendes Ressort bei der Prüfung, was geht nicht, 3G-Bahn. Herr Alter, können Sie ausführen, warum etwas in Deutschland rechtlich nicht möglich sein soll, was in Frankreich offenbar rechtlich ohne Bedenken möglich ist? Also ich will noch mal darauf hinweisen, das ist ja ein regierungsinterner Austausch mit gewissen Argumenten, Fachargumenten, praktischen Argumenten, rechtlichen Argumenten. Und natürlich wird in einem solchen Prozess auch darauf hingewiesen, wenn man das Vorhaben umsetzen möchte, an welchen Stellen es möglicherweise Regelungsbedarf gibt oder jedenfalls Schwierigkeiten gibt. Und ich glaube, manches ist ja auch für jeden Außenstehenden sofort einleuchtend, dass wenn ein Fernzug irgendwie 30 Sekunden an einem oder 45 Sekunden irgendwo anhält, dass man sich dann darüber Gedanken machen muss, wie will man das eigentlich organisieren, wenn die Leute sich vorher nicht registrieren mussten. Diese Frage steht auch im Raum, die muss man beantworten, aber deswegen ist ja die Frage noch längst nicht entschieden. Die Abstimmungen dauern an. Ja, auch in Frankreich halten die Fernzüge ja nicht wesentlich länger und offensichtlich kriegen die es dahin. Bedeutet das, dass Sie sich auch in einem Austausch mit Ihren französischen Kollegen darüber befinden, wie die das denn hinkriegen, sodass unter Umständen Praktikabilitätsbedenken dann entfallen würden? Also wir haben zunächst mal innerhalb des Bundesinnenministeriums, aber auch die Bundespolizei, die ja in Deutschland für den Bahnverkehr zuständig ist, hat Kontakte auf allen Ebenen. Und diese Beratungen, die da innerhalb der Regierung stattfinden, haben natürlich auch als Grundlage die praktischen Erkenntnisse. Ich habe dann noch nachgefragt nach den Verboten der Demonstrationen. Da ist die Regierung auch wieder ausgewichen. Schauen Sie sich das an.
Eine Frage zum Thema Demonstrationsfreiheit. Am Wochenende sind wieder diverse Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen verboten worden. Vor einem Jahr ist die Lage nach Ihren eigenen Worten sehr viel dramatischer war. Da wurden die nicht verboten, analoge Veranstaltungen. Diesmal wurden sie verboten, obwohl nach Ihren Aussagen ja dank der Impfung die Lage sehr viel weniger dramatisch ist. Wie sehen Sie das aus verfassungsrechtlicher Sicht als Verfassungsschutzministerium und als Sprecher der Kanzlerin, also Herr Alter und Herr Seibert? Also für das BMI fange ich mit dem an, was ich bei diesen Fragen immer als erstes sage. Wir haben ja eine Kompetenzverteilung in Deutschland und danach ist es auch richtig, dass die zuständigen Versammlungsbehörden ein Anmeldegeschehen oder ein Anzeigegeschehen beurteilen und sich die Frage stellen, entstehen aus dieser Versammlung, wie sie durchgeführt werden soll, anhand der Zusammensetzung, anhand der Wege, die vorgeschlagen sind, entstehen daraus Gefahren für die öffentliche Sicherheit? Und da gibt es eben kein One-Size-Fits-All-Rezept für alle möglichen Veranstaltungen, sondern jede einzelne Veranstaltung, und das ist auch der verfassungsrechtliche Anspruch, muss geprüft werden im Hinblick auf die Durchführbarkeit, im Hinblick auf die Risiken, die damit verbunden sind. Und insofern kann man nicht den Vergleich ziehen zu vor einem Jahr, denn natürlich gibt es im Moment schon sehr viele Menschen, die geimpft sind. Wenn sich aber in einer solchen Demonstration besonders viele Menschen treffen, die Impfungen ablehnen, dann haben wir eine andere Situation. Dann können wir nicht davon ausgehen, dass eine besonders hohe Impfquote da ist. Und insofern sind diese Entscheidungen der Versammlungsbehörden zu respektieren. Ja, wenn ich dazu auch gefragt bin, so habe ich es verstanden, dann ist das auch genau die Haltung der Bundesregierung insgesamt. Das sind Entscheidungen der Landesbehörden, die wir weder in dem Fall, dass Anträgen stattgegeben wird, noch in dem Fall, dass Demonstrationen eben untersagt werden, hier kommentieren. Ich will eigentlich nur zwei Dinge zu dem vergangenen Wochenende sagen. Ich möchte im Namen der Bundesregierung den Polizistinnen und Polizisten danken, die das ganze Wochenende im Einsatz waren, in einer schwierigen und komplexen Einsatzsituation, wenn sich trotz bestehender Verbote mehrere tausende Menschen in Berlin spontan versammeln und dann auch versuchen, sich anderen genehmigten Demonstrationszügen anzuschließen, ist das keine einfache Einsatzlage. Es hat trotz des Verbots diverser Demonstrationen, Zwischenfälle, Ausschreitungen, auch zahlreiche Festnahmen gegeben. Das zeigt, dass es sich zumindest nicht durchweg um ganz friedliches Demonstrationsgeschehen handelt. Es hat Berichte gegeben, dass es Angriffe gegen Presseteams der Polizei, auch gegen Vertreter der Medien gab. Leider sind auch wieder Polizeieinsatzkräfte verletzt worden. Ihnen wünsche ich eine schnelle Genesung. Nachfrage? Herr Seibert, Sie kritisieren regelmäßig hier Verbote von Versammlungen in anderen Ländern. Wenn es im eigenen Land stattfindet, dann rechtfertigen Sie das. Wie passt das zusammen? Danke. Wenn Sie den Eindruck haben, dass das deutsche Rechtssystem mit dem in Russland oder anderen Ländern vergleichbar ist, dann ist das Ihr Eindruck. Mein Eindruck ist, dass wir einen funktionierenden Rechtsstaat haben. Das ist sogar meine feste Überzeugung. Und auf der Basis dieses Rechtsstaats werden von Landesversammlungsbehörden solche Entscheidungen getroffen. Und es ist übrigens ein Teil des Rechtsstaats, dass die Bundesregierung das nicht irgendwie kommentiert. Ja, nicht durchweg friedliche Demonstrationen. Ja, dass es ganz kleine Zusammenstöße und dergleichen gibt, das ist bei Demonstrationen, das ist nicht zu rechtfertigen, das ist nicht gut. Aber da so zu tun, als seien die gewalttätig gewesen, also das halte ich für heftig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das halte ich für irreführend. Jetzt muss ich noch mal kurz auf meinen Spickzettel schauen, weil ich so vergesslich bin. Habe auch wenig geschlafen dieses Wochenende, weil ich auch im Dauereinsatz war mit den Demos und dann auch noch das Schreiben darüber. Also da kann ich böse sein, wenn ich auf den Spickzettel sehe. Ja, und dann noch diese Antwort, ja, es ist ja ohnehin alles gut, weil wir haben ja einen funktionierenden Rechtsstaat. Also das erinnert mich wirklich an Russland, genau daran, was er hier geltend macht. Also es ist ja alles bestens, weil es funktioniert ja der Rechtsstaat. Also ich habe, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht mehr den Eindruck, dass der Rechtsstaat durchweg funktioniert. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass wir in einem Unrechtsstaat leben. Ich sehe durchaus noch große Ansätze von Rechtsstaatlichkeit, aber da, wo die Politik mit reingeht, was das Bundesverfassungsgericht macht, was die Verwaltungsgerichte machen, wo sich die Kanzlerin dann einfach mal mit den Verfassungsrichtern zum Abendessen trifft und sagt, das ist ganz normal und die dann genauso entscheiden wie Sie. Nein, Herr Seibert, so billig können Sie es sich nicht machen. Sie können nicht einfach Kritik damit wegwischen. Ja, bei uns funktioniert der Rechtsstaat. Das
sehe ich heute nicht mehr so. Das sehen auch viele andere Menschen nicht mehr so. Viele sehen es noch so. Wie gesagt, ich bin keiner, der jetzt sagt, wir leben in einer Diktatur. Wir leben in einem System, in dem es Ansätze von Methoden moderner Diktaturen gibt, die bei uns viele nicht erkennen, weil sie eben immer auf die alten Diktaturen schauen. Aber das würde jetzt schon ins Philosophische fallen. Also ich finde, da macht es sich die Regierung zu einfach und zu billig. Dann habe ich auch noch nachgefragt nach Telegram, wo man ja wie ein Tiger gesprungen ist und wir haben jetzt Telegram ein Ultimatum gesetzt, wenn ich mich richtig erinnere, und jetzt plötzlich völliges Schweigen. Schauen Sie es an. Ich hätte gern ein Update von Herrn Alter. Wir hatten hier vor wenigen Monaten das Thema Telegram, der Messenger-Dienst, dass die Bundesregierung sich an die wendet, dass sie Ansprechpartner benennen und gewisse Auflagen erfüllen. Haben Sie da ein Update, was daraus geworden ist? Danke. Die Frage gebe ich weiter an meinen Kollegen vom BMJ. Ja, das ist ein Verfahren, das das Bundesamt für Justiz führt. Steht die Frage im Raum, ob Telegram unter das Netzwerkdurchsetzungsgesetz fällt, also strafbare Inhalte löschen muss, dafür Ansprechpartner bereithalten muss. Und das ist ein laufendes Verfahren, weiterläuft und wozu ich Ihnen jetzt kein Update geben kann. Sie haben damals von Fristen gesprochen, wenn ich mich richtig erinnere. Ich kann mich irren, sind diese Fristen inzwischen verstrichen oder hat sich Telegram an diese Fristen gehalten? So wie üblich in einem laufenden Verfahren, das Unternehmen zunächst die Möglichkeit hat, sich zu äußern zu den Vorwürfen, kann ich jetzt hier keine Details aus dem laufenden Verfahren nennen. Ja, das wirkt für mich so, als ob der plötzliche Tigersprung, der damalige Tigersprung, als ob der jetzt als Bettvorleger geendet hat, weil offenbar Telegram diesen hier gezeigt hat und nicht geantwortet hat. Möglicherweise, weil sonst würde man ja eine Erfolgsmeldung hier hergeben. Man hat also laut gebellt und vermutlich, oder so wirkt es zumindest, wenig erreicht. Denn sonst hätte man heute, glaube ich, nicht gesagt, ja, wir haben ja ein laufendes Verfahren. Was gab es sonst noch? Es gab noch Afghanistan. Es ist ja immer, es waren heute fast 40 Minuten Afghanistan. Also gestern auf der Demo hat eine Psychologin erzählt, wie schwer die Leute leiden unter den Corona-Maßnahmen, wie weitreichend die psychischen Folgen sind. Aber das ist alles kein großes Thema. Natürlich ist Afghanistan wichtig. Natürlich muss man helfen und gerade denjenigen, die man dort selber eingesetzt hat, brauchen wir nicht darüber reden. Die Schwerpunkte verwundern mich aber immer wieder aufs Neue. Und dann ging es um Zahlenwirrwarr. Schauen Sie sich da zuerst die Frage vom Kollegen Tiete von der Bild an. Die Bild ist ja hier teilweise noch etwas kritisch. Voilà. Peter Thiele von der Bild, eine Frage ans BMI, aber auch an die anderen Ministerien. Weiß die Bundesregierung mittlerweile, wie viele Ortskräfte und deren Angehörige tatsächlich unter den aus Afghanistan ausgeflogenen waren? Und lässt sich das dann auch aufschlüsseln nach Ortskräfte, Bundespolizei, Ortskräfte, Bundeswehr oder anderen Organisationen, wie der GIZ? Am 14. August 2021 das BMI Kenntnis hatte, dass es 174 Ortskräfte für die gesamte Bundesregierung mit insgesamt, also mit Familienangehörigen, also insgesamt 886 Personen gab. Das war der Stand zu Beginn der Evakuierungsmission und wir haben heute den Stand, dass bislang 138 Ortskräfte mit insgesamt 496 Familienangehörigen in Deutschland eingereist sind. Das sind insgesamt 634 Personen, die einen unmittelbaren Ortskräftebezug haben. Während der Evakuierung gab es aus den Ressorts Nachreichungen, gab es auch von den Ortskräften sehr viele Nachmeldungen, auch von Familienangehörigen, sodass wir derzeit davon ausgehen, dass der Anteil derer, die einen Bezug zu Ortskräften haben, für die gesamte Bundesregierung inzwischen bei mehr als 40.000 Personen liegt. Derzeit ist es so, dass wir nach Deutschland über die Evakuierung insgesamt 4.587 Personen nach Deutschland bringen konnten. Die sind also eingereist. Davon waren 3.849 afghanische Staatsangehörige und 403 deutsche Staatsangehörige. Den Anteil der Ortskräfte hatte ich eben genannt. Nachmeldungen nicht nur in Bezug auf die Ortskräfte, sondern insbesondere auch in Bezug auf die Personen, die nicht Ortskraft sind, aber sich dennoch besonders gefährdet fühlen. Auch diese berücksichtigen wir ja. Ich habe eine Nachfrage und zwar, Sie sprechen jetzt davon, dass Ihnen bekannt war, 174 Ortskräfte, wenn ich es richtig mitgeschrieben habe, die Ihnen bekannt waren. Oder waren es 183? Nee, waren 174 Ortskräfte, die Ihnen bekannt waren mit Ihren Familienangehörigen. Bei der Bundeswehr sind aber im Gelto in dem Callcenter
wenn ich das richtig weiß, knapp 700 allein Bundeswehr für die Bundeswehr abtrainiert worden vor Afghanistan. Kommt es zum Gap in den Zahlen? Also, und nach wie vor ist es so, auch heute noch, dass die Ressorts an das BMI melden, wie die Anzahl der Ortskräfte ist und wie auch die Anzahl der Familienangehörigen sich darstellt, wobei bei den Familienangehörigen zwischenzeitlich auch Erfahrungswerte angenommen werden. Also wir wissen, dass wir bei den Familienangehörigen etwa einen Faktor von 1:5 haben. Das heißt also, eine Ortskraft bringt im Schnitt 4 bis 5 Familienangehörige mit. Allein für das BMI hatten wir ungefähr 1.500 Polizisten im Einsatz in Afghanistan und circa 300 Ortskräfte. Es ist nach dem Konsulargesetz üblich, dass bei Evakuierungsoperationen dieser Art deutsche Staatsangehörige gemeinsam mit ihrer Kernfamilie evakuiert werden. Das heißt, wenn in einem Familienverband ein deutscher Staatsangehöriger ist, der aber seine minderjährigen Kinder beispielsweise dabei hat oder seine Ehegatten, die keine deutschen Staatsangehörigen sind, dann sind die bei einer Evakuierung durch die Bundesregierung mit zu berücksichtigen. Ja. Die Zahlen hier doch etwas unübersichtlich. Dann gab es noch weitere Diskrepanzen, da habe ich dann nochmal nachgehakt. Schauen Sie sich das an. Eine Verständnisfrage an Herrn Alter. Sie haben jetzt gerade gesagt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 40.000 Personen mit Bezug zu Ortskräften. Der Herr Minister Maas hat heute von 70.000 gesprochen, die man herbringen will. Verstehe ich das richtig, dass es sich da um Mitarbeiter oder auch Kernfamilien von Nichtregierungsorganisationen handelt? Wenn dem so ist, warum sieht sich die Regierung da in der Verantwortung? Es sind ja Nichtregierungsorganisationen und wer bezahlt das? Danke. Also vielleicht kann der Kollege vom AA noch mal auf die Aussage vom Außenminister eingehen. Das würde ich jetzt nicht machen, aber es ist jedenfalls so, dass wir ja oft erklärt haben, dass wir unterschiedliche Personengruppen berücksichtigen. Und bei den Ortskräften, also denjenigen, die für die Bundesregierung einmal gearbeitet haben und ihren Kernfamilien, gehen wir derzeit davon aus, jedenfalls anhand der Meldungen, die uns vorliegen, dass das mehr als 40.000 Personen insgesamt betreffen könnte. Also Ortskräfte und ihre Familienangehörigen mit dem Faktor 5 grob berechnet. Darüber hinaus gibt es ja auch weitere Personengruppen, Menschen, die sich besonders gefährdet fühlen, die, für die die Bundesregierung auch Zusagen gemacht hat, dass sie aufgenommen werden. Auch die wiederum haben ja wieder Familienangehörige. Insofern kann es natürlich von der Zahl 40.000 ausgehend nach oben auch noch anwachsen. Das wäre jedenfalls erklärbar. Und die Verantwortung der Bundesregierung resultiert daraus, dass in der vergangenen Woche an mehreren Stellen deutlich gemacht wurde, dass wir uns nicht nur für die Ortskräfte einsetzen, sondern auch für Personengruppen darüber hinaus. Also wo, Herr Reitschuster, wo Sie die Zahl von 70.000 herhaben, weiß ich nicht. Der Spiegel Minister, Online. Ja, ich glaube nicht, dass es ein direktes Zitat des Ministers gewesen ist. Ich kann Ihnen sagen, der Minister hat gestern von mehreren 10.000 gesprochen. Und ich kann nur all das unterstreichen, was Herr Alter gesagt hat. Wir gehen da genau von demselben Zahlenstand aus. Eine Zahl von über 40.000 Ortskräften, einschließlich deren Familienangehörigen. Dazu die abgeschlossene Gruppe derjenigen besonders gefährdeten Personen, etwa aus der Zivilgesellschaft, denen wir Schutz, eine Ausreise in Aussicht gestellt haben. Das ist nochmal eine hohe vierstellige Zahl, einschließlich der Familienangehörigen. Das ist die Größenordnung, von der wir sprechen. Wie gesagt, es gibt durch die Frage der Familienangehörigen da eine gewisse Unschärfe, wie hoch die Zahl genau liegt. Aber die Anzahl der Kernpersonen, auf die sich der Anspruch bezieht, die kennen wir. Und da arbeiten wir in der Bundesregierung auch alle mit demselben Zahlenwerk. Nachfrage. Ist der zweite Aspekt aber nicht beantwortet. Die zweite Teilfrage war ja NGOs. Warum die Regierung in der Verantwortung und wer bezahlt, wenn Sie das vielleicht noch kurz ausführen könnten? Nein, also über den Personenkreis, der hier grundsätzlich berechtigt ist, haben wir hier in der Vergangenheit immer wieder gesprochen. Sie haben mitbekommen, dass der in der vergangenen Woche nochmal ausgeweitet wurde im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit, insbesondere auf die seit 2013 tätigen Ortskräfte der deutschen staatlichen Entwicklungszusammenarbeit.
Und für den Bereich der NGOs, wie gesagt, es gibt die kleine oder relativ kleine abgeschlossene Gruppe der besonders gefährdeten Personen, Menschen, die, wo wir zu der Einschätzung gekommen sind, dass sie wirklich akut bedroht und verfolgt sind. Und darüber hinaus hat es da keine weitere Ausweitung gegeben. Ja, und da wurde die Frage auch wieder nur teilweise beantwortet. Also man sagt nicht genau wie viele, man beantwortet etwas anderes und man geht dann weiter und lässt das mit dem Bezahlen völlig unbeantwortet. Und da fällt mir jetzt schon mein Witz für den Nachspann ein, für das Backstage, das ist ein Diplomatenwitz, ohne dass ich irgendjemanden hier persönlich damit meinen würde. Das muss ich explizit sagen. Ja. Nicht vergnügungssteuerpflichtig, das war's für heute aus der Bundespressekonferenz. Ich war jetzt schon 10 Tage nicht da, weil ich im Ausland war. Und heute Abend fliege ich wieder ins Ausland. Da freue ich mich auch schon drauf jetzt und bin dann auch länger weg. Das heißt, direkt von hier vor Ort wird es jetzt erstmal eine ganze Weile keine Aufsager wie diesen mehr geben. Aber ich werde online teilnehmen, wie das ja auch viele machen, und sie dann auch so informieren per Online-Fragen, solange das noch möglich ist. Das wird dann vielleicht auch bald eingestellt, genauso wie man die Live-Übertragungen eingestellt hat. Ich weiß, es ist vielen sehr, sehr wichtig, dass ich hier frage, und wie gesagt, ich will das auch online weitermachen und dann nach einer Weile auch wieder vorbeisehen. Aber jetzt erstmal eine Unterbrechung. Das war's für heute. Danke, dass Sie reingeschaut haben. Danke, dass Sie den Kanal abonnieren. Abonnieren Sie bitte auch, denken Sie dran, wäre wirklich sehr hilfreich, reitschusterleerzeichen.de. Das ist der Unterstützerkanal, da bringe ich auch immer die Vollversion, wenn Sie heute das Ganze sich anschauen wollen, über eine Stunde reitschusterleerzeichen.de. Zappen Sie mal ein bisschen durch, wirklich auch, dass Sie so einen Gesamteindruck bekommen, weil ich muss es ja immer zusammendampfen. Also da wäre ich Ihnen sehr dankbar. Schauen Sie auch auf die Seite, der Alexander Wallasch hat wieder tolle Artikel. Schauen Sie sich auch mal an, wie der Tagesspiegel reagiert hat darauf, auch auf meiner Seite, dass ich einen Blumentopf fast an den Kopf bekommen habe mit Häme. Man sagt, der Verschwörungsideologe Reitschuster behauptet, er habe das an den Kopf bekommen. Also es gibt eine polizeiliche Anzeige. Kollegen, arbeitet doch wenigstens sauber, wenn ihr schon diffamieren wollt, bevor ihr dann so tut, als hätte ich das erfunden. Schaut euch das Video an, fragt die Polizei und dann blamiert ihr euch nicht so mit eurer Diffamierung und mit eurer Häme. Und der ganze Artikel im Tagesspiegel, wo übrigens dieser junge Kollege da, der macht immer sogar seine Aufsager mit Maske, also völlig absurd, selbst in der Bundespressekonferenz im geschlossenen Raum haben die Regierungssprecher hier ihre Masken ab. Und dieser junge Kollege, ich glaube Geiler heißt der, und ist so eine Mischung aus Kika und Pioniertag in der DDR. Also das muss man sich eigentlich mal geben, weil es ist sowas von Realsatire. Und da wurde das wieder so dargestellt, als würden diese ganzen Demonstrationen da, also wenn man das nur die Überschriften, wenn man das eilig liest, dann bekommt man den Eindruck, die wurden alle hier nur von den Anwohnern angefeindet und Stinkefinger. Das gab es auch, habe ich ja auch beschrieben. Aber da wird gefremt, dass sich die beiden biegen. Das war's für heute. Danke, ciao. Jetzt habe ich noch was vergessen, was ganz, ganz Wichtiges. Ich habe mich schon vor einer Minute daran erinnert, aber da wollte ich nicht unterbrechen. Wie gesagt, das mache ich am Schluss. Und zwar, wie Herr Seibert hanebüchen rechtfertigt die Forderung, dass es in Zügen Tests gibt. Und das schneiden wir jetzt nochmal hier kurz rein. Das war schon vorne. Bitte. Ich wiederhole es gerne nochmal, die Fallzahlen in Deutschland steigen deutlich. Das heißt, wir müssen doch darüber nachdenken, was wir tun können, um diesen Anstieg auch wieder zu dämpfen oder zu stoppen. Ein großer Teil der Menschen in Deutschland ist geimpft und damit geschützt. Aber was ist zum Beispiel mit den Kindern bis 12 Jahre, für die es ja gar keinen Impfstoff gibt? Wir haben eine Verantwortung, auch und gerade für sie, die Fallzahlen wieder zu senken, eine Verantwortung zur Rücksicht. Also das müssen Sie sich wirklich nochmal vergegenwärtigen. Er begründet das mit den Kindern. Und ich habe jetzt extra explizit während der Bundespressekonferenz nochmal gegoogelt. Ich habe dann das nicht gefragt, weil ich damit nicht eine Frage verwenden wollte. Aber es ist tatsächlich so, dass von den Kindern 0 bis 9 Jahren seit Beginn der Pandemie, Stand 26. August, 13 gestorben sind. 10 bis 19 Jahre, also da auch die Mehrheit über die 12 hinaus, 11. Nicht an Corona, das ist nicht dahin, sondern mit Corona. Das sind also insgesamt 24, davon viele
über 12 und jeder Einzelfall ist dramatisch, aber wie gesagt, nicht zwangsläufig an Corona. Und bei diesen Zahlen, wo man wirklich sagen kann, dass Corona für diese Gruppe, für die Kinder wirklich, also es gab Statistiken, dass das ungefährlicher ist als etwas gewisses anderes, weil, was ich jetzt nicht nenne, weil ich sonst hier wieder gesperrt werde. Und da sich dann hinzustellen und zu sagen, ja, wir machen das, um die Kinder zu schützen, also da hört es bei mir auf, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist bei mir ein für dumm Verkaufen der Menschen und das ist für mich ein, sage ich jetzt nicht, was das ist, sonst kriege ich hier wieder Ärger als Mitglied des Vereines der Bundespressekonferenz. Ich sage dann ganz neutral, dass ich das auf das Schärfste verurteile, hier so zu argumentieren und dass ich das für hochgradig unseriös und schlimm finde, und weil da auch mit Ängsten der Menschen gespielt wird, mit Ängsten von Eltern, und ich halte das für zutiefst verantwortungslos. Lasst die Kinder aus dem Spiel. Bitte nicht die Kinder hier instrumentalisieren. Da hört sich wirklich alles auf. Sorry, dass ich da etwas emotional werde, aber das ist Kinder, das ist ein Thema, da wird man emotional. So, das war's jetzt für heute. Jetzt kommt dann noch der versprochene Diplomatenwitz im Nachspann. Und wie gesagt, wenn Sie das hier sehen, bin ich vielleicht schon in der Luft. Aber weitergearbeitet wird voll, mit voller Pulle, versprochen, garantiert. Alles Gute, danke, ciao. Den Tag nicht vor dem Abend loben, das war einer der Lieblingssprüche meiner Großmutter. Damals nahm ich das nicht so ernst. Heute weiß ich, wie recht sie hatte. Und jetzt auch wieder ganz aktuell. Gestern habe ich ja noch gesagt, dass der Polizeieinsatz in Berlin gegen die verbotenen Demonstrationen sehr viel milder war als das letzte Mal. Jetzt sind doch noch brutale Bilder aufgetaucht. Und wieder haben diese UN-Sonderberichterstatter für Folter auf den Plan gerufen. Ich werde dazu nochmal eigens berichten, etwas später. Danke, alles Gute. Und jetzt endgültig ciao, es sei denn, Sie schauen sich noch das Backstage an. Man soll niemals nie sagen, und jetzt habe ich doch noch einen Nachschlag, weil während Herr Seibert heute erzählte, es ging um die Kinder, um die unter 12-Jährigen und deshalb müsse man sich weiter einschränken, kam heraus, dass hinter den Kulissen des Kandidaten-Triells mit Laschet, Schulz und Baerbock, dass sich der Name noch einfällt, dass da ohne Maske und ganz offensichtlich unter nicht allzu strenger Einhaltung der Hygieneregel man sich im VIP-Zelt vergnügte. Es gibt eben gleiche und gleichere. Lesen Sie mehr dazu auf meiner Seite. Nächste Frage hat der Reitschuster. Ja, und jetzt der Diplomatenwitz aus Russland. Ist für deutsche Verhältnisse wahrscheinlich wieder schrecklich unkorrekt, aber das ist mir egal. Das ist ein russischer Witz und ich war 16 Jahre in Russland und ich darf auch mal einen unkorrekten Witz erzählen. Ich hoffe, ich bekomme ihn noch zusammen. Der Witz geht so, man kann ihn variieren, dass ein Soldat, der Ja sagt, meint Ja. Ein Soldat, der Nein sagt, meint Nein. Ein Soldat, der vielleicht sagt, das ist kein Soldat. Ein junges oder eine junge Frau, die Nein sagt, die meint vielleicht. Eine junge Frau, die vielleicht sagt, die meint Ja. Und eine junge Frau, die Ja sagt, die ist keine junge Frau. Und dann geht es weiter mit den Diplomaten. Ein Diplomat, der Ja sagt, der meint vielleicht. Ein Diplomat, der vielleicht sagt, meint Nein. Und ein Diplomat, der Nein sagt, der ist kein Diplomat. Also hier ein Witz. Ja, je nachdem, man kann ihn als Witz über junge Frauen auffassen, als Witz über Soldaten. Ist einer der vielen russischen Witzen, die in meinen Augen das Leben relativ witzig und doch tiefgründig erklären und viele Aspekte. Das war's für heute. Das nächste Mal melde ich mich hier schon wieder aus dem Ausland. Bleiben Sie dran, abonnieren Sie und es ist bewegend, wie viele tolle Zuschriften kommen, auch gestern nach diesem Wurf mit dem Blumentopf, der Gott sei Dank vorbeiging. Und jemand fragte mich auf der Demo, wie schaffen Sie es, dass Sie immer lachen? Ich glaube, das ist Russland, da lernt man das einfach ohne Lachen. Lässt sich all dieser Irrsinn, Wahnsinn und all diese schlimmen Dinge, die lassen sich nicht überstehen. Und Lachen ist die beste Medizin. Und deshalb auch immer
am Schluss, wenn ich es zusammenbekomme, trotz meiner Vergesslichkeit, noch ein Witz. Lachen, sich selber nicht so wichtig nehmen und versuchen, sich so wenig wie möglich in den Mittelpunkt zu stellen, obwohl das leider bei mir jetzt etwas schwierig wird, ist mir auch viel zu viel, auch bei den Demonstrationen, weil dann ja oft Zurufe kommen oder auch Applaus ist menschlich, ist es natürlich schön und ich schätze es auch, aber es ist journalistisch ist es natürlich schwierig, weil man muss ja neutral bleiben und das macht es dann noch etwas schwieriger. Ich strenge mich an, wobei ich ganz klar sage, wenn die großen Medien das in eine Richtung ständig fremen, also alles schlecht, dann kann ich jetzt nicht auch noch das alles mitbedienen, was man dort ohnehin hat und dann konzentriere ich mich auf das, was die großen Medien nicht machen. Manche sind da nicht in der Lage, das intellektuell einzuordnen und sagen dann, das ist einseitig. Ja, wenn 95% der großen Medien eine Seite beleuchten, dann bin ich als Einzelkämpfer notgedrungen einseitig, weil ich die geringen Ressourcen, die ich habe, nicht darauf verwenden kann, dass ich nochmal diese 95% doppele. Ich erkläre das wasserfallartig und gebetsmühlenartig immer wieder. Hoffentlich verstehen es auch viele von denjenigen, die skeptisch sind, die klugen und diejenigen, die ohnehin kritisch nachdenken und reflektieren, die verstehen es ohnehin. Sorry, dass es noch eine Lektion geworden ist am Schluss. Alles Gute, danke, ciao. Wieder reinschauen.